Ich möchte Sie jetzt erst einmal recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar mit dem Titel „Von der Theorie zur Praxis: Datenqualitätsmanagement im großen Maßstab“. In der knappen Stunde soll es hier bei dem Webinar allgemein um Qualitäts- und Qualitätssicherung von Daten gehen, sowie auch um die konkrete Umsetzung einer solchen Lösung, wie es in den Niederlanden bereits realisiert wurde. Bevor es aber offiziell losgeht, möchte ich noch darauf hinweisen, wir werden dieses Webinar aufnehmen und werden Ihnen im Nachhinein auch einen Link zusenden, wo Sie dieses Webinar dann herunterladen können, also diese Aufzeichnung herunterladen können. So, und jetzt möchte ich Ihnen die zwei heutigen Referenten ganz kurz vorstellen. Zum einen wird die erste Präsentation, den ersten Vortrag wird Herr Daniel Weber halten. Er ist der erste Referent. Er vertritt den CEO der Firma Trafgerod, den Herrn Joachim Wahle, der leider kurzfristig verhindert ist. Trafgerod selber gehört mit zum Materna-Konzern, zum Materna-Unternehmen. Herr Weber selber ist seit 2012 als IT-Berater und Key Account Manager für Floating Car Data bei der Trafgerod GmbH zuständig. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen dabei in der Integration von Floating Car Data in Verkehrsinformations- und Verkehrsmanagementsysteme und sowie in der Analyse und im Qualitätsmanagement von Verkehrsdaten, wie zum Beispiel Floating Car Data, Sensordaten, Umweltdaten und auch in der Aufbereitung und Analyse von Geodaten. Der zweite Referent werde ich dann sein, René Fritz Mekas. Ich bin bei der Monodge GmbH als Business Development Manager DACH angestellt und bin dabei sowohl für den Bereich der Kundenakquise als auch für den weiteren Ausbau des Partnerökosystems verantwortlich. Aufgrund meines beruflichen Werdegangs verfüge ich über jahrelange Erfahrung, speziell im Bereich der Verkehrsdaten und der Verkehrstechnik. Gut, bevor ich jetzt das Wort offiziell für seinen Vortrag an den Daniel Weber übergebe, möchte ich Sie noch auf eins hinweisen. Wir werden am Ende dieses Webinars eine Q&A-Session haben, also einen Bereich für Fragen und Antworten. Bitte nutzen Sie auch gerne schon zwischendurch den Chat und schreiben Sie Ihre Fragen einfach in den Chat. Wir werden dann versuchen, sämtliche Fragen am Ende zu beantworten oder auf alle Fälle so weit, wie es geht vom zeitlichen Rahmen. Gut, in dem Sinne wünsche ich uns allen ein angenehmes und interessantes Webinar, hoffentlich auch mit vielen Fragen und übergebe das Wort an Daniel. Ja, René, vielen Dank für die freundliche Einführung und einen schönen guten Nachmittag in die Runde. So, ich darf jetzt hier, ich sag mal, ein wenig die Vorband oder den Anheizer für den René Fritz geben und ein wenig darüber referieren, was eigentlich so aus unserer Erfahrung die Herausforderung heutzutage im Management und insbesondere da natürlich auch im Bereich Qualitätsmanagement von Verkehrsdaten heutzutage sind. Der Hintergrund ist natürlich der, dass wir als Trafgerod eigentlich seit unserer Gründung immer im Umfeld vor allem von Verkehrsinformations-Verkehrsmanagementzentralen der Länder oder der Kommunen, beziehungsweise inzwischen halt auch halt von der Autobahn GmbH unterwegs sind, dort mit uns um IT-Lösungen in diesem Bereich kümmern. Und ich versuche jetzt mal so einen kurzen High-Level-Abriss zu geben, was aus unserer Erfahrung her so die wesentlichen Punkte sind, die man da heutzutage beachten sollte. Und da ist einfach der eine große Hintergrund, mit dem man sich heutzutage, oder das eine große Fakt, mit dem man sich heutzutage auseinandersetzen muss, dass wir es mit immer mehr Daten mit irgendeinem Verkehrsbezug zu tun haben. Es ist eben nicht mehr nur die klassischen Daten wie einzelne Verkehrssensoren, Verkehrsbeeinflussungsanlagen, Lichtsignalanlagen etc., die man managen muss, sondern wir bekommen heutzutage eben auch eine viel größere Menge an
Incident-Daten. Wir bekommen inzwischen Floating-Vehicle-Data, muss man inzwischen sagen. Also die Floating-Car-Data, die sind jetzt inzwischen schon im Markt sehr gut etabliert. Inzwischen gibt es natürlich im Prinzip das Gleiche auch nochmal für den Bereich Radverkehr. Außerdem ist natürlich dann das ganze Thema Extended Floating Car Data im Hinblick auf kooperative ITS-Systeme etc. ein Riesenbereich, der tatsächlich im Moment noch im Anwachsen ist. Dann das ganze Thema verkehrsbedingte Umweltbelastung und die damit erhoben verbundenen Daten, also zum Beispiel von verschiedensten Sensoren für Feinstaub, NOx, Lärm etc. Auch die Infrastrukturdaten nehmen immer mehr zu. Es sind eben halt nicht mehr nur die originären Anlagen zur Verkehrssteuerung, Verkehrsbeeinflussung, sondern eben auch Dinge wie E-Ladestationen, über die man heutzutage den Überblick haben muss, insbesondere auch dort über ihre aktuelle Belegung, Verfügbarkeit etc. Das ganze Management des Parkraums ist für die Kommunen ein Riesenthema. Da gibt es ja auch so Projekte zum Beispiel für smarte Ladezonen, die dann für den Cap-Verkehr gebucht werden können. Baustellenmeldung natürlich im Prinzip ein Klassiker. Und was inzwischen eben auch dazu kommt, sind die ganzen Daten von Mobilitätsdienstleistern sozusagen, einmal vom klassischen ÖPNV, aber inzwischen auch die verschiedenen Anbieter von Sharing-Angeboten, der ganze Bereich Mikromobilität, E-Scooter etc. Wie viel das inzwischen geworden ist, da kann man eigentlich schon einen ganz guten Überblick gewinnen, wenn man zum Beispiel mal auf die Verkehrsinformationsportale, jetzt hier ist der Screenshot, weil wir da auch selber mit dran beteiligt sind, Verkehrsinformationszentrale Berlin. Ein ähnliches Portal gibt es zum Beispiel auch irgendwie in Hamburg und sehr viele andere Kommunen haben das inzwischen auch. Und wenn man sich dort mal ein bisschen wenig durchscrollt, was es dort alles an Daten gibt, eben nicht nur die Verkehrslage, nicht nur die klassischen Baustellenmeldungen, sondern eben auch Radverkehrsmengen, die ganzen Umweltdaten etc., bekommt man schon mal einen ersten guten Eindruck davon, mit welchen Unmengen an Daten wir inzwischen hier zu tun haben. Und dabei ist es so, dass ja nicht nur die pure Masse der Daten zunimmt, sprich mal, man ganz viele, also Sharing-Daten gab es eben vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht, das spielte halt keine Rolle. Genauso der Bereich Radverkehrsdaten, da gab es eben hier und da mal Zählstellen oder die eine oder andere stationäre Erhebung. Aber so Dinge wie Floating Bike Data, das war ja, ist jetzt eben erst in den letzten Jahren ein Thema geworden. Sondern wir sehen auch, dass zum Beispiel von den bereits etablierten Daten dort teilweise deutlich mehr Informationen kommen, weil zum Beispiel ein GPS-Fahrzeug oder ein Floating Car-Fahrzeug heutzutage viel häufiger seine Position sendet. Ich habe einfach eine viel dichtere Perlenkette, kann damit natürlich auch dann wieder ganz andere Sachen machen, muss aber eben auch in der Lage sein, diese große Menge an Daten zu handeln. Oder aber auch heutzutage moderne Verkehrsdetektoren können einfach zum Beispiel über Bilderkennungsverfahren etc. noch mehr Fahrzeugklassen detektieren, können auch auf einmal nicht nur den Kraftfahrzeugverkehr auf der Straße detektieren, sondern eben auch noch auf dem Radweg den Radverkehr und eventuell zum Teil sogar, je nach Anlage, auch noch Fußgängerverkehr und dort noch Daten liefern. Bei dem Thema Extended Floating Car Data muss ich heutzutage in der Lage sein, nicht nur zeitlich sehr schnell auf solche Daten zu reagieren, sondern wir reden da ja hier auch von einer räumlich sehr hoch aufgelösten Datentyp. Das ist eben nicht mehr nur sozusagen wie früher mal von Meldungen irgendwie die TMC-Kante, die man dort betrachtet hat. Und klassische, genau, und diese ganze Menge von Daten führt natürlich auch dazu, dass auch noch mehr Nutzung
oder mehr Use Cases dazukommen. Also wir hatten schon immer den klassischen Anwendungsfall, dass ich Sensoren habe, um damit Verkehrsanlagen zu steuern. Oder aber, dass ich die Sensordaten aufbereitet habe für eine Verkehrsplanung. Inzwischen ist es aber natürlich so, dass auch vom Gesetzgeber es Vorschriften gibt, dass gerade Kommunen und Länder viele dieser Daten auch der Öffentlichkeit in Form von, als Open Data bereitstellen müssen. Dazu kommen dann die Anforderungen, dass es Mehrwertdienste geben soll. Das kann zum Beispiel irgendwie im Bereich eines kooperativen Routings sein, wo dann zum Beispiel auch bereits schon Parkraumauslastung oder Ähnliches mit berücksichtigt werden und nicht mehr nur die reine Verkehrslage oder Baustellenmeldung. Und das ist dann natürlich das ganze Thema CITS, kooperative ITS, wo ich dann demnächst im Prinzip fast mehr oder weniger einen ständigen Datenaustausch mit den Verkehrsteilnehmern habe. Und das alles bedeutet natürlich, dass die Anforderungen an die Qualität der Daten ebenfalls wachsen. Und das betrifft eben die verschiedensten Aspekte. Das natürlich sozusagen klassisch, manchmal sozusagen so wie vier Kernanforderungen, Verfügbarkeit. Ich möchte überhaupt erstmal, dass in dem Datenstrom irgendwelche Sachen ankommen. Vollständigkeit, dann sollten die Daten nicht nur alle Jubeljahre, sondern möglichst 24/7 bei mir einlaufen. Dann natürlich die inhaltliche Korrektheit und eben auch die Aktualität. Eine Stauendewarnung hilft mir eben nichts, wenn ich die mit einer hohen Latenz irgendwo in einem System verarbeitet bekomme. Klassischerweise das, was wahrscheinlich die meisten von Ihnen auch aus der eigenen Praxis kennen, hat man natürlich bereits bestimmte Monitoring-Routinen oder Sachen. Ich habe hier mal irgendwie einen Screenshot, das ist ein Monitoring von einigen Verkehrsdetektoren, Wärmebildkameras, wo man erstmal überhaupt nur mal grob guckt, okay, ist die Schnittstelle überhaupt noch verfügbar, bekomme ich Daten? Wie viele Daten habe ich in den letzten 24 Stunden bekommen von denen, die ich erwartet habe oder in den letzten 7 Tagen. Das inhaltliche Monitoring, natürlich auch ein klassisches Thema, was wir in der Verkehrstechnik schon länger kennen. Auch hier nochmal sozusagen am Beispiel der Verkehrssensoren, hier zwei Messquerschnitte mit jeweils 2 Fahrstreifen und je einem Sensor pro Fahrstreifen und man erkennt dann irgendwie in der Analyse, dass in dem oberen sieht man eigentlich, dass diese Ganglinie der Daten auf beiden relativ ähnlich ist und auch einen relativ plausiblen Verlauf hat, während man auf dem unteren irgendwie sieht, dass dort sehr viele Nullwerte kommen, die Daten wild streuen, wenn überhaupt was kommt und das Ganze insgesamt nicht so einen plausiblen Eindruck macht. Das sind aber alles, Monitoring-Routinen und Verfahren, die sozusagen erstmal nur einen einzelnen Datentyp immer betrachten. Das ist auch etwas, was sicherlich auch in Zukunft nach wie vor weiterhin relevant sein wird. Denn das ist sozusagen die Grundlage dafür, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, okay, ist das, was hineinkommt, überhaupt vertrauenswürdig? Aber was man natürlich heutzutage bei dieser Vielzahl von Daten braucht, ist, dass man die Daten miteinander verschneiden muss, um daraus dann ableiten zu können, was passiert hier eigentlich gerade auf der Straße und ist auch das, was denn ist, kann ja nach wie vor sein, dass wenn Sie hier ein Bild den oberen Detektor haben, Sie zwar irgendwie ein scheinbar plausibles Ergebnis bekommen, aber ob das jetzt wirklich richtig ist, können Sie dann ja trotzdem zum Teil dann erst überprüfen, wenn Sie noch weitere Datenquellen irgendwo haben. Und das ist gerade im Hinblick auf zum Beispiel die
Extended Floating Car Data oder ähnliches, wo man dann auch die entsprechenden Meldungen herausgeneriert, natürlich eine besondere Anforderung. Und daraus ergeben sich für uns dann eigentlich so ein paar, ja, ich habe es ja mal so Bulletpoint-mäßig aufgeschrieben, so ein paar High-Level-Anforderungen, was denn eigentlich heutzutage eine moderne Verkehrsdatenplattform leisten muss. Das ist natürlich einmal die rein technische Kapazität, um große Datenmengen, die eben anfallen heutzutage, diese Datenmengen überhaupt in Echtzeit verarbeiten zu können. Das andere ist aber dann, dass wir auch dann diese unterschiedlichen Datentypen, die ja verschiedene Zeiten auf dem sehr unterschiedlichen Zeit- und Raumbezug haben. Das eine sind irgendwelche Punktdaten, das andere sind vielleicht Daten entlang eines Streckenzuges etc. Die einen Daten, die Daten kommen alle mit unterschiedlichen zeitlichen Auflösungen. Manche kommen regelmäßig, manche sind ereignisgesteuert etc. Auch das muss ich irgendwie handeln können. Und ich muss dann für all diese Sachen muss ich im Prinzip ein stetiges Monitoring aufbauen, das sowohl erstmal die technische Infrastruktur überwacht. Das heißt, nachschaut, ob irgendwie meine Schnittstellen überhaupt verfügbar sind, ob die Statusmeldungen der Anlagen, die mir Daten liefern, in Ordnung sind etc. Und dann eben halt auch diese inhaltliche Plausibilisierung und Validierung der Daten macht. Und dabei eben nach Möglichkeit auch direkt dann schon eine Verschneidung von verschiedenen Datentypen dann im nächsten Schritt erlaubt. Denn zum Beispiel die Umweltdaten sind natürlich dann vor allem interessant, wenn ich sehen kann, ob die erhöhten Schadstoffbelastungen oder die erhöhten Lärmbelastungen mit dem Verkehrsaufkommen auch wirklich korrelieren oder ob es eventuell noch eine ganz andere Quelle gibt für solche Sachen. Um das Ganze wirklich nutzbar zu machen, habe ich dann auch aus dieser Vielzahl von Anwendungen da eigentlich die Anforderung, dass das ganze System sehr gut konfigurierbar sein muss. Denn ich habe sehr viele verschiedene individuelle Use Cases. Eine kommunale Verwaltung hat da durchaus viele andere Bedarfe als jetzt zum Beispiel ein Landesbetrieb etc. Und dann ist sozusagen der letzte Punkt, der sich für uns daraus auch ergibt, ist, dass gerade im Bereich öffentlicher Hand, wir haben gesehen, es gibt ganz viele verschiedene Use Cases. Das heißt, es wird auch immer so sein, dass innerhalb einer Organisation, einer Kommunalverwaltung, einer Landesverwaltung etc. ganz viele unterschiedliche Gruppen mit diesen Daten arbeiten oder hier Bedarf an solchen Daten haben. Und wenn Sie dann ein System haben, wo irgendwo im stillen Kämmerlein ein oder zwei Expert-User sitzen, dann machen die im Prinzip nichts anderes mehr als irgendwelche Datenanalysen auf Zuruf zu fahren oder irgendwelche Datenexporte ständig herzustellen. Das heißt, wenn Sie irgendwo ein System haben, in dem auch der Nicht-Power-User, der Nicht-Experte für diesen gesamten Bereich Verkehrsdatenmanagement, sich dort aber seinen spezifischen Datensatz herausziehen kann oder seine spezifische Analyse, dann wird Ihnen das die Arbeit auch um einiges erleichtern. Und das führt dann eben auch dazu, dass Sie dann diese verschiedenen Anforderungen irgendwo auch bewältigen können. Denn ansonsten haben Sie das Problem, dass Sie viele Sachen herausgeben müssen oder validieren müssen. Das ganz einfache Beispiel ist eben auch diese Pflicht, bestimmte Verkehrsdaten als Open Data zu veröffentlichen.
Da haben Sie als Verwaltung sehr schnell große Freude, wenn dort, ich sag mal, Daten rausgegeben werden, die unvollständig, unplausibel etc. sind und dann irgendwelche Leute damit dann Analysen machen und dann dementsprechend auf einmal dann die Meldungen irgendwo durch die Presse gehen, so und so viel Prozent Verkehrszunahme, Verkehrsabnahme, wie auch immer, Schadstoffzunahme etc. Das heißt, so ein System ist eigentlich dafür geeignet, Ihnen Ihre Arbeit zu erleichtern und Ihnen auch die Tools an die Hand zu geben, um den eigentlichen Job zu machen und nicht nur um einzelne Datentypen herum, ich sag mal, ja, verschiedene einzelne Insellösungen zu bauen, sondern es geht eigentlich darum, dass man sozusagen hier eine integrierte Plattform schafft, die eine hohe Flexibilität bieten und viele verschiedene Anforderungen lösen können. Und das ist im Prinzip das, wozu uns jetzt der René, glaube ich, ein sehr aufschlussreiches Beispiel bieten wird, dass, ja, wo wir sehen können, wo so etwas schon einmal realisiert worden ist. Damit würde ich dann an dich übergeben, René. Super, dann ganz, ganz lieben Dank, Daniel, für deinen Vortrag. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass Sie gerne die Fragen stellen können. Nicht, wie ich es vorhin gesagt hatte, im Chat-Bereich, sondern wirklich im Q&A-Bereich, der sich ebenfalls oben auf dem so einem Button befindet. Und ich werde jetzt mal meine Präsentation dann freischalten. Also wie gesagt, zögern Sie nicht, schreiben Sie Ihre Fragen rein. Wir versuchen, die nachher alle zu beantworten, soweit wir kommen. Gut, dann hoffe ich, dass meine Präsentation jetzt zu sehen ist und würde starten. Titel meiner Präsentation ist so, wie eigentlich auch der Gesamttitel des Webinars ist, nur mit dem Zusatz am Beispiel des Projekts Talking Traffic in den Niederlanden. Ah, ich sehe zu uns. Okay, also tun Sie die Fragen in den Q&A-Bereich oder in den Chat, wie auch immer. Gut, dann wollen wir starten. Ich weiß, der Satz ist ausgeleiert. Daten sind das neue Gold oder der gläserne Mensch. Aber ganz ehrlich, angenommen, ich komme bei jedem bei Ihnen vorbei, drücke Ihnen einen Barren Gold in die Hand. Das Erste, was Sie machen, ist gucken auf der Rückseite. Es steht da 585 drauf. Und dann überlegen Sie sich, okay, wo kann ich den aufbewahren? Wirklich zu Hause oder packe ich den in meinen Safe oder bringe ich den zur Bank, ins Schließfach, wie auch immer. Genauso geht es eigentlich auch, und darum geht es eigentlich auch bei den Daten. Das heißt, Sie müssen jetzt schauen, sind die Daten sicher? Das wurde ja alles schon gesagt. Wie kann ich die Qualität der Daten immer wieder überprüfen und vor allen Dingen auch schützen? Und darum geht es heute hier an meiner Präsentation, so wie es bereits in den Niederlanden realisiert wurde. Und auch hier über die Quellen für die verschiedensten Verkehrsdaten wurde schon viel gesagt im vorherigen Vortrag. Ich weiß noch, als ich vor gut 20 Jahren im Verkehrssektor anfing zu arbeiten, tätig war, es gab nur die Schleifen. Also gut wie. Es gab fast nur die Schleifen, die irgendwelche Daten gesandt haben. Wenn man sich überlegt, wie die Entwicklung in den letzten 20 Jahren und speziell dann auch in den letzten 5, 6, 7 Jahren voranging, dann ist es enorm. Weil es gibt nicht nur die Daten, die wir aufgeführt haben oder wo es schon Beispiele jetzt vorher gab vom Daniel Weber. Es gibt viel weiter und ich möchte hier einfach mal ein Schaubild zeigen, was im ersten Augenblick vielleicht ein wenig unübersichtlich aussieht, aber ich möchte es gerne ganz kurz erläutern. Das, was unsere Firma ja hergestellt hat, ist oder entwickelt hat, ist eine Datenaustauschplattform. Und diese Datenaustauschplattform kann herstellerunabhängig mit sämtlichen, ja, ich sag's mal so, mit sämtlichen Unternehmen eigentlich verbunden werden. Das heißt, sprich mit der Technik auf der Straße, mit der Verkehrsinfrastruktur
egal ob das Swaco, Unix oder wer auch immer ist, kann aber auch mit dem Verkehrsmanagement verbunden werden oder mit anderen Systemen, zum Beispiel wie Baustellensystem oder Baustelleninformationen, kann auch mit der Mobilität verbunden werden, um Daten dort hinzusenden oder auch zurückzuholen. Intelligente Zugangsbarrieren, alles Mögliche. Überall kann man Daten herbekommen. So, und wichtig hierbei ist auch natürlich, dass der ganze Bereich der Datennutzung oder auch der ganze Bereich von dieser CITS-Anwendungsfälle, die es so gibt, kommen natürlich erst dann zum Tragen, wenn die Daten wirklich in die Fahrzeuge kommen. Und da gibt es nur zum jetzigen Zeitpunkt nur zwei Wege. Das eine ist natürlich, dass man wirklich direkt mit den OEMs, also sprich mit der Automobilindustrie, spricht. Und auch gerade in der Automobilindustrie hat ein Nachdenken an, nach, ja, ein Umdenken angefangen, sagen wir so. Es geht wirklich darum, dass die Unternehmen doch mehr und mehr auch in den Bereich reingehen, dass sie sagen, gut, wir müssen auch Daten in die Fahrzeuge bekommen und parallel dazu auch, weil es die Kommunen dann fordern, Daten dort entsprechend zurückgeben. Vorreiter hier war ja Volkswagen, die viel über die Kurzstreckenkommunikation gemacht haben. Komme ich vielleicht später nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Also ITS-G5 oder WLAN-P, wie die verschiedensten Fachbegriffe hier auch sind. Weil aber unsere Plattform ja bereits im Jahre 2016 hier in den Niederlanden damals als Projekt Talking Traffic in Betrieb genommen wurde. Da waren die Automobilhersteller nicht so weit. Und wir mussten uns einen anderen Weg überlegen, wie die Daten in die Fahrzeuge kommen. Und das haben wir dann über die verschiedenen Service-Provider, gerade in den Bereichen Navigation und Routing gemacht. Das heißt, wer die entsprechenden Apps hat, in den Niederlanden unterwegs ist, dort herumfährt, so, Entschuldigung, der kann auch vor sich nähernden Einsatzfahrzeugen, vor sich nähernden Krankenwagen gewarnt werden. Wie gesagt, ich könnte dieses Bild hier noch viel, viel weiter ausbauen, weil es gibt so viele Datenlieferanten und Datennutzer, dass ich glaube, so ein Schaubild würde, wenn man überall so diese Bilder macht, gar nicht ausreichen mit den ganzen Arten von Sensoren und Kamerasystemen und, was es alles so gibt. So, das war nochmal so ein bisschen allgemeiner, jetzt ganz konkret den Niederlanden. Das Projekt Talking Traffic. So gestartet, eigentlich als Testprojekt, 4 Jahre lang, oder auch Testforschungsprojekt, eine Plattform für ein komplettes Land. Das wird es natürlich so in Deutschland nicht geben. Sie wissen alle selber, es gibt die, wie sagt man so schön, die Stadtfürsten, nee, die Landesfürsten, dann gibt es die Stadtkönige. Es gibt immer noch teilweise den Trend in Deutschland, dass man sagt, gut, wenn ich Geld ausgebe, dann will ich aber auch was kaufen, dann muss es mir gehören. Aber auch hier gibt es ein paar Abweichungen. Die ersten Bundesländer in Deutschland denken darüber nach, eine entsprechende Datenaustauschplattform für das komplette Bundesland anzuschaffen, weil man weiß, dass nicht alle Städte, die zum Bundesland jeweils gehören, entweder die finanziellen Ressourcen haben oder die Manpower haben oder auch das Wissen haben, um entsprechende ja, CITS-Anwendungen umsetzen zu können, Datenaustausch vornehmen zu können, sodass man die interessierten Städte in Deutschland dann auf so einer Bundeslandplattform zum Beispiel auch als Mandant draufschalten kann. Also analog, wie es in den Niederlanden ist. Eine Plattform, verschiedenste Städte, die als Mandanten draufgeschaltet sind, die natürlich nur ihre Daten dann dementsprechend auch sehen können. Und nichts anderes, also mit Zugangsrechten natürlich und der ganzen Governance, die umgesetzt ist. Wenn ich von einer Plattform spreche, dann in den Niederlanden, dann ist es so, dass mehr als 1,3 Milliarden CITS-Nachrichten pro Tag über diese Plattform umgesetzt werden. Und das sind die verschiedensten Nachrichtentypen, die es dort gibt. In den Niederlanden ich würde mal sagen, die Zahlen dürften sogar ein klein wenig höher liegen, aber offiziell immer noch 25% der Steuergeräte von Lichtsignalanlagen sind angeschlossen. Und nur über die App-Nutzung
haben wir in den Niederlanden circa 2,5 Millionen Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge, die pro Tag auch Daten über die Plattform, übrigens Telex heißt, Traffic Life Exchange Plattform, die darüber Daten austauschen. Und wir hatten ja vorhin kurz über Volkswagen gesprochen, die über die Kurzstreckenkommunikation gehen. Bei uns geht es über die Langstreckenkommunikation, sprich also über das Internet, über das Mobilfunknetz. Was Volkswagen macht, ist eine super Lösung, aber sie ist trotzdem ein wenig minimiert, weil Volkswagen sagt offiziell, es sind zurzeit 1,5 Millionen Fahrzeuge auf dem Markt, die über Kurzstrecke kommunizieren können. Ist schon mal eine super Zahl. Problem ist aber, dass die 1,5 Millionen ausgeliefert sind in 30 Länder. Und wenn ich das dann durch die 30 Länder teile und dann mir den Teil für Deutschland nehme und dann nochmal den durch die 30, 40, 50 größten Städte teile, dann macht das zwar einen Effekt aus, die Daten, die man auch als Stadt von den jeweiligen Volkswagen-Modellen erhalten kann. Aber auf der anderen Seite ist es dann trotzdem nicht mehr ganz so viel. Hier in den Niederlanden haben wir allein 2,5 Millionen, die nur über Apps entsprechende Daten erhalten, Warnungen erhalten und auch wieder Daten zurücksenden können. Und es ist auch so, dass auch diese Zahl natürlich steigend ist, weil es dort große neue Navigationsdienstleister gibt, die sich an die Plattform in den Niederlanden anbinden und auch die ersten leider wieder asiatischen Automobilkonzerne sich ebenfalls an die Plattform anbinden werden oder dabei sind, sich anzubinden, um Daten direkt ins Cockpit zu bringen. So. Ein Beispiel auch hier nochmal, 100% aller Krankenwagen sind angebunden, das heißt, sie erhalten Priorisierung an den angeschlossenen Lichtsignalanlagen und parallel dazu gehen dann über die verschiedenen Apps Warnungen raus an die Verkehrsteilnehmer, dass sich ein solches Einsatzfahrzeug nähert und auch da ist man dabei, das weiter zu erweitern. Gut. Was sind wichtige Punkte gerade für die Kontrolle der Qualität? Na, es wurde auch lange überlegt bei der Plattform, wo soll wirklich die jeweilige Qualität der Daten kontrolliert werden? Und letztendlich hat man sich dafür entschieden und hat gesagt, okay, das Beste ist wirklich diese zentrale Datenaustauschplattform Telex zu nehmen. Das heißt, die sitzt ja in der Mitte, kann herstellerunabhängig, können verschiedenste App-Provider auf der einen Seite, Behörden auf der anderen Seite, da zähle ich jetzt Verkehrsmanagement und Ähnliches mit zu, aber auch halt die ganze Technik auf der Straße, die ganzen Sensoren, die ganzen Steuergeräte können dort angebunden werden. Und die Plattform garantiert einen bidirektionalen Datenaustausch, so wie es die Eigentümer der Daten, also die Städte dann oder andere auch haben möchten. Und das vor allen Dingen mit extrem geringen Latenzen. Und wenn ich von extrem geringen Latenzen spreche, dann spreche auch, meine ich sowas wie 100, 200 Millisekunden und ähnliches. So, das heißt also, als zentrale Komponente für die Qualitätskontrolle wurde die Telex-Plattform auserkoren, die also genau zwischen den Datenlieferanten und Datennutzern positioniert ist und die somit in der Lage ist, die Verbindungen und auch die Nachrichtenkonformität zu überprüfen, was ein ganz wichtiger Punkt hier ist. Neben der zentralen Qualitätskontrolle wurden auch Key Performance Indicator zur Auswertung genutzt oder werden mitgenutzt. So, die KPIs, die Key Performance Indicators, sind ja sozusagen definierte Kennzahlen, die sich auf Erfolg, Leistung oder Auslastung eines Systems beziehen. So, und wir haben bei unserem System hier, bei der Umsetzung in den Niederlanden, haben wir gesagt, wir brauchen diese KPIs auf drei verschiedenen Ebenen. Das ist einmal die Verbindungsqualität, das ist einmal die Nachrichtenqualität und dann ebenfalls die Use Case oder Anwendungsfallqualität. So. Die werden alle überprüft. Und damit man das überprüfen kann, damit man sagen kann, auch für bestimmte Daten oder Datensätze richtig oder falsch, müssen natürlich auch entsprechende Grenzen definiert werden. Und das wurde auch gemacht. Diese KPIs werden durch diese Telex-Plattform
kontinuierlich überwacht und gemessen. Und sofern jetzt dort definierte Grenzen über- oder unterschritten werden, wird automatisch werden entsprechende Tickets oder Warnmeldungen erstellt und an die Objektbesitzer, also zum Beispiel, wenn ein Traffic Light Controller oder ein Steuergerät der Stadt hört, dann natürlich an die Stadt oder aber auch an die Datenproduzenten gesendet. So, das kann also auch sein, dass wenn ein angeschlossenes Navigationssystem Daten sendet, die immer außerhalb dieser Grenzwerte liegen, dann würde über die Plattform auch der Datenproduzent dementsprechend eine Information erhalten. So, also wirklich Kontrolle dieser KPIs, der Grenzwerte und der Einhaltung dieser vorgegebenen Kennzahlen. Weiterer Punkt sind die Kontrollrichtlinien. Auch hier nochmal ganz wichtig, dass genau festgelegt wurde, Qualitätsstandards festgelegt werden, wann soll eine Nachricht blockiert werden, wann kann sie noch genutzt werden, also spielt so ein bisschen auch in die Grenzen der KPIs mit rein. Wann soll etwas in Quarantäne gesetzt werden, also diese Qualitätskontrollrichtlinien wirklich auch als Punkt, der auch immer wieder zwischen den Nutzern der Plattform oder bei den Nutzern der Plattform dann natürlich besprochen wird, was sich natürlich auch durchaus auch aufgrund verschiedener Anwendungsfälle ändern kann oder innerhalb verschiedener Anwendungsfälle dann auch unterschiedlich sein kann. Und dann ganz wichtig, Diagnosefunktionen. So, Diagnosefunktion, was soll ich sagen? Also, die verschiedensten Werte werden ja alle wieder überprüft, egal ob das jetzt die Frequenzen sind, ob es die Einhaltung von Latenzen sind, was auch immer. Was hier ganz wichtig ist, dass in dem Augenblick, wo es Fehlfunktionen gibt, dass dann allen Akteuren des Ökosystems, des Verkehrsökosystems, diese Informationen auch bereitgestellt werden können. So, das heißt also, dass auch ein Lieferant einer bestimmten Hardware-Komponente, Sensoren, Steuergeräte für Lichtsignalanlagen und so weiter oder auch den App-Providern, dass auch die eine Art, ja, ich sag mal so, eine Art Dashboard erhalten, wo sie genau sehen können, okay, es läuft alles entsprechend den Vorgaben, den Anforderungen, die wir bekommen haben. Und in dem Augenblick, wo aber bei der Diagnose sich herausstellt, dass etwas falsch läuft, auch werden dann dort entsprechende, tauchen dort entsprechende Warnmeldungen auf. Und das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also sprich auch hier nicht das Eindimensionale, dass man dann nur eine Stadt informiert, hier läuft jetzt was nicht und die muss, das Verkehrsmanagementzentrum muss sich dann mit Hersteller XYZ auseinandersetzen, sondern parallel dazu gehen diese Informationen auch an die jeweiligen Partner, die entweder Hardware oder Software dort nutzen. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass sich die Anwendungsfälle natürlich auch immer wieder unterscheiden und dass sich auch die Anforderungen zum Beispiel seitens der Städte, der Verkehrsleitzentralen unterscheiden. Das heißt, eine Stadt A möchte, die vielleicht denselben Anwendungsfall hat wie eine Stadt B, möchte aber vielleicht ganz andere Auswertungen haben oder ganz andere Qualitätskontrollen auch durchführen als die zweite Stadt, Stadt B. Und dann können diese Standard-Dashboards, die wir haben, die also den Nutzern zur Verfügung gestellt werden, wo auch die Alarme und Berichte dann dementsprechend vorhanden sind oder aufpoppen, kann man ein solches Dashboard natürlich dementsprechend auch anpassen, dass diese Dashboards genau so sind, wie der Kunde sie haben will. So, und genau das kontrolliert wird, was für den Kunden auch wichtig ist. Und das kann natürlich sein, dass zu Anfang, wenn man im kleinen Maßstab anfängt, vielleicht mit ein oder zwei Anwendungsfällen,
dass man da nur bestimmte Nachrichtentypen hat und dass man sagt, okay, gut, jetzt haben wir den nächsten Anwendungsfall, da wird eine ganz andere Nachricht, ein ganz anderer Nachrichtentyp benutzt, dementsprechend auch im Nachhinein das immer weiter erweitern kann. Entschuldigung. Und Sie sehen selbst hier, dass dieser Screenshot, den ich hier abgebildet habe, der geht eigentlich unten weiter. Das heißt, ich hätte um diese für eine Stadt hier, für einen Kunden, diese individuelle Qualitätskontrolle, um ihn die hätte, wenn ich Ihnen die hätte ganz komplett zeigen wollen, hätte ich hierfür 3 oder 4 Screenshots nutzen müssen. Wie gesagt, es steht aber jetzt nur beispielhaft da. Sie sehen, Qualitätskontrolle auch im großen Maßstab kann mit Hilfe eines Systems realisiert werden, mit Hilfe eines Systems durchgeführt werden, was zentral wirklich in der Mitte sich befindet. Und ich möchte bloß nochmal, und damit komme ich dann auch schon fast zum Schluss, auf eine Sache hinweisen. Was sind denn jetzt so die Ergebnisse auch in den Niederlanden, die auf Basis dieses Systems dann mit diesen ganzen Qualitätskontrollen, was durchgeführt wurde, gibt es denn dort positive Ableitungen? Und das sind so einige Beispiele. Ich muss dazu sagen, dass diese Zahlen, die hier stehen, jetzt nicht von unserem Unternehmen ermittelt worden sind, sondern wirklich auch von Rijkswaterstaat, sprich also von der niederländischen Regierung. Ein ganz wichtiger Punkt in der Mitte, aufgrund der Anbindung dieser 100% von Krankenwagen in den Niederlanden, der Priorisierung von Krankenwagen und der Warnung anderer Verkehrsteilnehmer vor den sich nähernden Einsatzfahrzeugen, konnte dort zum Beispiel eine Reduzierung der Fahrzeiten für Fahrzeuge mit absoluter Priorität, also für diese Einsatzfahrzeuge, um 10% realisiert werden. Ich weiß, dass in Deutschland viele, viele Städte Probleme haben mit den Hilfsfristen. Das heißt, wie lange darf ein Krankenwagen unterwegs sein, bis er beim Notfall eintrifft, dass viele Kommunen, viele Städte das nicht einhalten können, weil halt zum Beispiel keine Priorisierung da sind, weil die Fahrzeuge im Stau stehen, weil die anderen Teilnehmer nicht rechtzeitig zur Seite fahren und ähnliches. So, es wird nie die Zahl kann nie gegen Null gehen. Wir sind hier nicht bei der Enterprise und können einen von links nach rechts beamen. Aber ganz ehrlich, wenn wir egal wer von uns, der heute hier war, ist, wenn wir einen Notfall haben, dann ist man über jede Sekunde dankbar, wo ein solches Einsatzfahrzeug schneller beim Notfall vor Ort eintrifft und hilft. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, 60 bis 90% aller Teilnehmer oder aller Fahrer, die eine Geschwindigkeitsempfehlung oder auch eine Warnung in ihr Fahrzeug bekommen, und das ist jetzt egal, ob es über das Cockpit direkt ist oder auch über entsprechende Apps, dass die wirklich auch ihren Fahrstil, ihre Geschwindigkeiten anpassen. Da wurden auch Tests durchgeführt mit Logistikdienstleistern. Auch dort konnten Einsparungen bezüglich der Fahrzeiten und vor allen Dingen auch der Stops realisiert werden. Und das sind Zahlen, die eigentlich für sich sprechen. Und das kann man natürlich wirklich nur erreichen, wenn die Daten stimmen und dementsprechend auch die Kooperation zwischen den einzelnen Partnern so richtig hinhaut. Gut, damit wäre auch ich in meiner kurzen Präsentation am Ende. Gehe jetzt erstmal wieder hier raus und würde dann parallel dazu einfach mal schauen, ob Ihrerseits schon Fragen hier eingekommen sind. So, also sehe jetzt einige Fragen hier. Wie sind die niederländischen Krankenwagen vernetzt, ITS G5 oder Mobilfunk? Nein, sie sind über eine Langstreckenkommunikation, sprich also über Mobilfunk vernetzt, also über unsere Plattform, die nicht ITS G5 oder WLAN-P oder Kurzstrecke favorisiert, sondern als paralleles System, adäquates System durchaus angesehen werden wird. So, also niederländische Krankenwagen sind über Mobilfunk verbunden. Welche Apps nutzen die Fahrerinnen? Waze kann genutzt werden. Wenn es jetzt darum geht, um die Warnung der Autofahrer, zum Beispiel vor sich nähernden Fahrzeugen, also Einsatzfahrzeugen, dann gibt es verschiedene Apps, die genutzt werden. Das ist Flitzmeister, Waze kann genutzt werden.
Ich weiß auch, dass sich hier in den Niederlanden auch TomTom anbindet oder angebunden hat bereits an die Plattform und dementsprechende Warnung auch weitergibt. In Deutschland, nur als Beispiel, haben wir auch schon Partnerschaften mit Unternehmen wie zum Beispiel eine Firma Graph Masters, die Nunav Navigation hat. Also da sind wir dabei, unser Partnersystem auch weiter zu entwickeln, dass dementsprechend halt auch die deutschen Navigationsdienstleister mit dabei sind. So, dann schaue ich weiter bei den Fragen. Gut, eine Frage ist dann, ist hier CITS im Sinne der ITS-Direktive oder IVS-Richtlinie gemeint, das heißt inklusive Security der Nachrichten basierend auf Zertifikaten aus dem europäischen Trust-Modell? Ja, ich bin jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, der Spezialist für diese Zertifikate, für die Zertifizierungen. Aber es gibt ein solches System, das heißt auch es gibt ja auch diese europäische oder die EU-spezifische Zertifizierung. Das ist etwas, was, soweit ich weiß, hier in den Niederlanden umgesetzt wurde. Mir ist aber bewusst, dass auch der ganze Part der Zertifizierung in Deutschland etwas, wenn ich jetzt sage, extremer gesehen wird, meine ich es nicht böse, aber etwas härter noch gesehen wird. Also für uns wäre es auch kein Problem, wenn die Bundesdruckerei zum Beispiel dort das dementsprechend entwickelt hat, um das auch darüber laufen zu lassen und ähnliches. Also ist alles gar kein Problem, kann dementsprechend umgesetzt werden. Kurz schauen. Inwieweit unterscheidet sich Ihre Plattform von der EU-Initiative zum europäischen Mobilitätsdatenraum? Das ist eine sehr gute Frage. Ich sage es mal so, wenn Sie das, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was Sie genau mit dem europäischen Mobilitätsdatenraum meinen. Weil da könnten für mich zwei Sachen reinspielen. Zum einen, was ja auch von der EU vorgegeben wurde, sind die nationalen Datenzugangspunkte, sprich also das, was die Mobilität in Deutschland ist oder ehemals die MDN-Plattform. Oder aber auch ja, muss ich kurz überlegen, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Also wenn die jetzt, ich bleibe erstmal bei der Mobilität, wenn die Mobilität gemeint ist, dann ist es so, dass wir also keine Konkurrenz zu dieser Plattform sind. Ich hatte ja vorhin schon gezeigt, dass wir uns an die Plattform anbinden können, dementsprechend auch, weil auch da haben viele Kommunen Probleme, entsprechende Anbindungen in Echtzeit dann bei der Mobilität bereitzustellen. Deswegen gibt es teilweise immer noch Datensätze, wo man dann Beschreibungen findet, diese Echtzeitdaten werden halbstündlich aktualisiert, was in meinen Augen dann leider nicht mehr richtige Echtzeitdaten sind. Aber wenn man Echtzeitdaten mit im Rahmen von 100 bis 200 Millisekunden dann dorthin schicken kann, dann ist das schon wieder was anderes. Aber nochmal, wir sind eine Ergänzung zur Mobilität, zum nationalen Datenzugangspunkt. Absolut keine Konkurrenz, sondern wir helfen, um das dementsprechend alles zu erfüllen. So, schau grad. Ich glaube, die Fragen hier habe ich alle beantwortet. Ich schau gerade mal, ob es noch einen anderen Bereich gibt. So, eine Frage kommt hier noch. Wie werden beispielsweise falsche Time-to-Green-Voraussagen erkannt? Kommt natürlich auf die Umsetzung an, muss ich dazu sagen. Ich weiß, dass, ich habe ja vorhin schon gesagt, es werden bestimmte Grenzwerte vorgegeben, wenn wir sehen, dass dort
ja, wie soll ich sagen, dass die Latenzen zum Beispiel viel zu hoch sind, dass also außerhalb von den ganzen Vorgaben dieser vorgegebenen Grenzen dementsprechend Daten reinkommen und die immer wieder dann von uns als falsch erkannt werden und dementsprechend dann in Quarantäne gesetzt werden. Das ist eine Möglichkeit, dass man daraus natürlich sowas schließen kann. Auf der anderen Seite, aber auch in Zusammenarbeit mit den jeweiligen, zum Beispiel App-Providern, wenn ein App-Provider die Informationen bekommt, die er dann an seine Fahrzeugführer oder an seine Nutzer weitergibt, ja, Time to Green ist in 20 Sekunden und dann aber man dort über den App-Provider dann rauskriegt, dass der immer noch eine ganze Minute da gestanden hat, kann es natürlich mehrere Probleme haben. Es kann natürlich sein, dass es der Rückstau selber an der jeweiligen Lichtsignalanlage ist. Kann aber auch wirklich dann sein, dass dort die Daten einfach falsch gesandt werden. Muss man dann überprüfen. Da gibt es sicher mehrere Möglichkeiten. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, bin ich gerade nicht so hundertprozentig der Richtige, um Ihnen die Frage beantworten zu können. So, aber Sie kriegen ja diese Aufzeichnung, da ist meine E-Mail-Adresse ebenfalls mit drin. Und wenn Sie mögen, können Sie mich gerne darüber anschreiben nochmal, dann würde ich mit unseren Technikern dementsprechend sprechen und wir könnten Ihnen die Antwort dann ausführlich zusenden. Gut. Schauen. So, gibt es überall in den Niederlanden einen einheitlichen Standard für die Anbindung der LSAs? Ja, es ist so, dass speziell für diesen hochfrequenten Datenaustausch sind CIROS-konforme Schnittstellen entwickelt worden. Das ist das SI-Interface, die SI-Schnittstelle. Und darüber werden dann die entsprechenden Steuergeräte der Lichtsignalanlagen zum Beispiel mit angebunden. Auf der anderen Seite, gerade für die Service Provider, ist es dann das BI-Interface. Das sind offizielle Schnittstellen, wo man auch die entsprechenden Daten, Informationen dazu findet, auch soweit ich weiß, über die CIROS-Plattform. Wie gesagt, das sind Schnittstellen, die wirklich hochperformant sind. Weil es eben darum geht, ja, große Datenmengen mit extrem geringen Latenzen versenden zu können. Und da ist halt diese Schnittstelle bedeutend besser als zum Beispiel, was trotzdem natürlich wichtig ist, ein OSINT-Interface. OSINT ist mehr in meinen Augen, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, mehr eine Management-Schnittstelle, die auch wichtig ist zum Betreiben der Anlagen. Aber ich glaube, dass dort mit Latenzen von 3 Sekunden versandt werden können. Da hat sich schon viel gebessert. War früher mehr. Das sind zurzeit, glaube ich, um die 3 Sekunden. Aber wie gesagt, auch der Unterschied 3 Sekunden und 100 bis 200 Millisekunden ist natürlich auch noch extrem. Gut. Ich sehe gerade, es gibt noch viele Fragen. Wir können leider nicht mehr alle beantworten. Ich schaue mal, ob ich die Zeit vielleicht habe noch für eine. Kurz überlegen, gucken, was dazugekommen ist. Vielleicht noch eine Frage, die sehr interessant ist. Was sind Ihre Qualitätsmaßstäbe und Zusagen, sprich KPIs? An wen gegenüber? Was für Haftung übernehmen Sie gegenüber den Nutzern? Ich muss dazu nochmal klarstellen, was wir sind. Wir sind die Datendrehscheibe, das Datenkarussell. Wir binden die verschiedenen Komponenten eines Infrastruktur- oder Verkehrsökosystems binden wir an, inklusive der App-Provider, inklusive Traffic Management, inklusive Zugangsbarrieren, was auch immer Sie wollen, was wichtig ist für die verschiedenen Anwendungsfälle. Und wir überprüfen das, was vorher festgelegt wurde, und informieren dann
Wir können das Verkehrsmanagement informieren, wenn Fehler auch vorliegen. Ich sag mal so, da liegen Fehler vor, Daten werden falsch gesendet von einem Steuergerät für die Lichtsignalanlagen. Dann würde sowohl der Eigentümer, sprich also die Stadt oder das Verkehrsmanagement informiert werden. Auf der anderen Seite würde der Hersteller informiert werden, parallel zu. Das heißt, wir überprüfen das, was vorher festgelegt wird oder wurde. Und gerade für den Versand von entsprechenden CITS-Nachrichten gibt es natürlich schon gewisse Vorgaben, die ich aber jetzt auch nicht alle im Kopf habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist nicht so, dass wir empfehlen, wir können für die Standardnachrichten natürlich gewisse KPIs empfehlen, aber Städte können natürlich ihre KPIs auch selber mit festlegen in Gespräch mit uns, sodass dann dementsprechend das alles überprüft wird. Das heißt, was wir aber dadurch, dass wir ja nicht derjenige sind, der die Sensoren auf der Straße überprüft oder da die Apps jetzt überprüft, ob da wirklich die entsprechenden Nutzer auch informiert werden, übernehmen wir natürlich dafür keine Haftung. Was wir machen ist, dass wir für unsere Plattform dementsprechend, ja, weiß nicht, ob man das als Haftung bezeichnet, aber natürlich auch entsprechende Wartungsverträge hat. Nur als Beispiel, mit den Niederlanden, mit der niederländischen Regierung ist es so, dass wir für die Plattform, also ehemals war es Talking Traffic, dann jetzt ist es offiziell die Urban Data Access Plattform, UDAP, dass wir, ich glaube, 5 oder 7 Minuten pro Jahr dürften wir eine ungeplante Downtime des Systems haben. Seit diese Plattform läuft in den Niederlanden, haben wir eine ungeplante Downtime von 0 Sekunden pro Jahr. Was vielleicht soweit auch in Richtung Qualitätsmaßstäbe, KPIs und Haftung. Gut, die Zeit ist leider um. Wie gesagt, Sie haben unsere Kontaktdaten. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie uns auch im Nachhinein noch einmal kontaktieren. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns jederzeit ansprechen. Und ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht heute. Es war interessant für Sie vor allen Dingen auch. Auch wenn Sie vielleicht das eine oder andere schon mal gehört haben. Ich würde mich freuen, Sie irgendwann auch bei einem der nächsten Webinare oder auch persönlich wieder treffen zu können. Und ja, in diesem Sinne, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf, denken Sie an Ihr Gold bzw. Ihre Daten und ja, lassen Sie uns im Kontakt bleiben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag und bedanke mich nochmal für die Teilnahme und sage Tschüss. Bye bye.